Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute ja dem Samstag nach Heiligabend, zumindest für euch, ist Weihnachten ja mehr oder weniger schon vorüber und ihr genießt hoffentlich alle euren Feiertag und auch den morgen hoffentlich freien Sonntag für euch, bevor wir uns dann nächste Woche in die letzte Woche des Jahres stürzen. Ich bin ja noch vor Weihnachten, wenn man so möchte. Ich habe jetzt versucht, vor Weihnachten noch ein paar Videos vorzubereiten und auch hochzuladen und ähnlichem, damit dann trotzdem die Versorgung so ein bisschen sichergestellt ist, ohne dass ich natürlich jetzt in der Weihnachtszeit drehen muss, was aufbauen muss und ich hoffe, dass das soweit klappt. Manche hat es gemerkt beim letzten Mal, so die Schnittprogramme, das Schnittprogramm ist noch nicht so richtig in mir übergegangen, aber ich bemühe mich, dass ich mit dem Schnittprogramm auch zeitnah rumkomme. Sonst ist der Rechner wirklich toll, allein wie schnell der rendert und was hochlädt und wie schnell der morgens gestartet ist. Es ist wirklich faszinierend, was so ein bisschen mehr Technik ausmacht. Aber ja, von daher, das passt soweit. Ja, in dieser Woche hat mich tatsächlich der neue Song von Ed Sheeran erreicht und ich bin ja ein großer, großer Fan und ich war total überrascht, als auf einmal Afterglow da war und es soll wohl keine Ankündigung sein für ein neues Album. Er ist ja in Vaterzeit, wenn man so möchte. Er gönnt sich ja eine Auszeit in diesem Jahr. Hat das, glaube ich, tatsächlich auch ganz gut gewählt. Wenn er, glaube ich, gewusst hätte, was dieses Jahr passiert, besser hätte er es ja gar nicht timen können. Und mich hat dieser Song voll erwischt und es ist wirklich eine... Also Ed Sheeran hat eine Stimme, die mich wirklich packt und mitnimmt und mir jetzt die letzten zwei Tage auch wirklich schon einen Ohrwurm beschert hat. Und das war für mich so ein kleines, natürlich persönliches Weihnachtsgeschenk von Ed an mich. Und solltet ihr den Song vielleicht noch nicht gehört haben und euch jetzt auch so wundern, huch, da gibt es ein neues Lied, dann ist das auf jeden Fall der Tipp von mir, dass es da etwas Neues gibt. Ansonsten habe ich Shadowhunters weitergeschaut, da werde ich was zu erzählen und es gab ja auch den Hangout mit der lieben Anka zu dem Buch Neuerscheinungen Q1 und auch da möchte ich kurz noch ein bisschen was zu dem Videoformat erzählen, was es bisher so auf meinem Kanal gab und was wir vielleicht dann einfach zukünftig planen. Aber es wurden auch 3,5 Bücher in dieser Woche gelesen und es wurde tatsächlich nur gelesen, gar nicht gehört. Ich bin gerade selbst erstaunt gewesen, dass kein Hörbuch mich in dieser Woche begleitet hat. Dafür habe ich einiges an Podcasts aufgeholt, so beim Putzen und was man so ein bisschen, wo man ein bisschen was hören kann. Und ja, wir starten mit dem halben Buch der Woche und zwar ist das Neuschnee von Lucy Foley, das ich abgebrochen habe. Das haben wir zusammen im Leseklub gelesen. Dann ging es weiter mit dem zweiten Teil der Reihe um den Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon. Dann habe ich zusammen mit Becky das Winterkarussell gelesen von Anna Liebig, eine winterliche, nostalgische Geschichte. Und dann war mir der Riecher nach einem Highlight und ich habe zu Wer ist Edward Moon gegriffen von Sarah Crossan. Und alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei, da verlinke ich die Bücher auch, da findet ihr auch den Leseklub und auch mein Instagram und ähnliches. Ja, also schaut euch da unten gerne um, schaut vorbei und holt euch die Informationen, wenn ihr da gerne mehr hättet. Wir starten mit dem Thriller, das ist Neuschnee von Lucy Foley, haben wir gemeinsam im Leseklub zumindest begonnen. Der Dezember stand ganz im Monat des Thrillers. Ich fand ihn tatsächlich auch super spannend, was so versprochen wurde. Ich habe auch einige positive Stimmen dazu gehört und ist sogar ein internationaler Bestseller. Das habe ich jetzt zumindest im Nachgang so ein bisschen erfahren. Doch leider hat mich das Buch nicht so richtig gekriegt. Wir sind hier mit 4 Freunden unterwegs, die in den schottischen Highlands einen Jahreswechselurlaub gemeinsam machen. Sie kennen sich schon viele Jahre und verbringen jetzt dort eben gemeinsam auch eine Zeit. Es ist eine abgelegene Berghütte und es soll eigentlich ein unbeschwerter Ausflug werden. Und es sind Pärchen dabei, Familien, jemand hat auch ein Kind dabei, es sind aber auch Single-Freunde mit dabei. Also es ist eine bunte Truppe und die Freunde haben sich zum Teil eben auch schon länger nicht mehr gesehen oder gemeinsam
in dieser Gruppe gesehen, haben aber doch viele Jahre der Freundschaft so ein bisschen hinter sich. Auf einmal taucht dann auch eine Leiche auf und wir haben einen heftigen Schneesturm und ja, sie kommen da jetzt im Grunde nicht weg. Die Polizei kann nicht zu ihnen kommen und untereinander im Freundeskreis ja herrscht jetzt auch nicht immer nur Friede, Freude und Eierkuchen. Wir haben auch zwei Angestellte, die im Grunde dort mit dabei sind und auch die treffen natürlich auf diesen Freundeskreis und es gibt auch weitere Gäste, die im Grunde dort untergebracht sind und ja, wir haben hier so ein bisschen eine unterschiedliche Gruppendynamik. Ja, viel weiter bin ich tatsächlich nicht gekommen. Ich habe, glaube ich, knapp 200 Seiten gelesen, also 4 Leseabschnitte. Es wird nicht ganz die Hälfte gewesen sein, aber ja, so knapp. Und ich muss sagen, ich fand den Einstieg tatsächlich ganz gelungen. Man lernt so ein bisschen die Freunde kennen, man ist in verschiedenen Perspektiven, man hat auch verschiedene Zeitwinkel, wie ich fand. Aber schon zu Beginn fand ich es unglaublich viele Personen. Also sich da wirklich zu merken, wer gehört zu wem und wie haben die eine Verbindung, da habe ich mir sehr, sehr schwer beim Lesen getan. Musste auch immer wieder mal nachsehen, dadurch, dass die Kapitel auch manchmal einfach nur Namensüberschriften waren und dass es jetzt war oder vor 3 Tagen oder vor 4 Stunden. Oder ich fand das tatsächlich ein bisschen verwirrend. Und habe mir mit dem Perspektivwechsel tatsächlich auch ein bisschen schwer getan. Zudem gab es auch keinerlei Unterschiede im Stil von den Charakteren. Das ist was ich immer wieder schade finde und ich mir einfach wünsche, dass man eben doch ein bisschen merkt, bin ich jetzt ein Mann, eine Frau, bin ich jung, bin ich alt, bin ich Anna oder Bertha. Also ich finde das immer schwierig, das so mit einem Tenor zu erzählen. Durch die unterschiedlichen Zeitstränge sollte es wahrscheinlich spannend wirken. Das ist bei mir aber nicht ganz so gelungen und angekommen. Zudem fand ich auch diesen Freundeskreis gefühlt durchgängig unsympathisch. Jeder hat irgendwie was gegen den anderen und man fragt sich, warum sind die eigentlich all diese Jahre befreundet? Was verbindet die eigentlich? Und dann gibt es auch untereinander so Spannungen und auch irgendwie der eine weiß über den anderen das, aber das weiß wieder der nächste nicht. Waren auch unglaublich viele unterschiedliche Charaktere, also wie wenn man im Grunde eine Studie aufgemacht hat von den unterschiedlichen ja, Typen, also wie viele unterschiedliche Charaktere gibt es und irgendwie hat man die jetzt alle auf diesem Haufen. Zudem war für mich einfach so nach 100 Seiten noch kaum bis wenig Spannung vorhanden. Das war auch anfangs so zum Reinkommen noch okay und auch so das Bildhafte, wie wir hier vor Ort ankommen und so, das fand ich auch richtig gelungen, aber es wurde dann für mich einfach nur noch langweilig und ich habe eben mit keinem der Charaktere mitfiebern können, fühlen können. Ich habe mich da nicht hineinversetzen können, weil mir da einfach viel zu wenig Stoff irgendwie gegeben wurde. Ja, und dann dachte ich irgendwie so, ich hatte im dritten Abschnitt schon gemerkt, naja, irgendwie zieht es dich da nicht so hin. Und beim vierten dachte ich dann, ja, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Und das Leben ist, das ist meiner Meinung nach, einfach viel zu kurz, um eben nicht großartige Geschichten zu lesen. Und das war dann eben auch der Grund, trotz dass wir es im Leseklub gelesen haben, was ich halt immer schade finde, wenn man in einer gemeinsamen Leserunde ist, dass man es dann eben abbricht. Ja, umso schader fand ich es dann natürlich zu sagen, okay, ich breche das jetzt ab. Aber es hatte für mich einfach, ja, es hatte keinen Sinn, da irgendwie weiterzulesen. Und ja, 200 Seiten waren dann irgendwie genug. Es gab aber noch einige positive Stimmen im Leseklub. Ich habe das trotzdem immer ein bisschen mitverfolgt. Ja, es gab einige, die dann am Ende, glaube ich, auch recht Leseabschnitte weggesuchtet haben. Also es scheint schon irgendwie eine gewisse Faszination zu geben. Mich hat es leider nicht erreicht. Und das ist ja einfach auch meine Bücherwoche, in der ich dann eben erzähle, was ich empfinde. Wenn das Buch eben nicht war, ja, dann kann man es eben einfach nicht ändern. Ganz, ganz anders ist dann aber der zweite Band der Reihe um den Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon. Ich blende es euch ein. Ich habe den zweiten Band aktuell nur als E-Book. Den ersten Band habe ich ja irgendwo stehen, hier drüben. Und ich habe jetzt direkt dann, so glaube ich 2 Wochen später, auch den zweiten Band gelesen. Es ist der zweite und finale Band. Ursprünglich ist das Buch von Samantha Shannon ja ein Buch. Im Englischen hat das, glaube ich, knapp 600 Seiten, ist dort auch ganz regulär sozusagen erhältlich. Und ich fand ja Teil 1 schon sehr, sehr gelungen und großartig. Und umso mehr habe ich mich jetzt natürlich auf den zweiten Teil des ersten Buches gefreut. Man muss es ja
ja eigentlich so sagen. Es ist nicht geplant, dass die Geschichte irgendwie weitergeht. Sie hat durchaus auch ein Ende jetzt bekommen, dass man sagt, es ist an und für sich ein Einzelband. Ich weiß, das klingt für uns Deutsche tatsächlich jetzt gerade merkwürdig, aber es gibt wohl oder gab irgendwie bei Samantha Shen wohl den Hinweis, dass sie weiter irgendwie in dieser Welt etwas schreiben möchte. Es sind beide Bände erhältlich und man kann beides hintereinander weglesen und das würde tatsächlich auch ich empfehlen, weil natürlich der Spannungsbogen anders aufgebaut ist, durch den, dass es eben jetzt in zwei Bände geteilt ist und im Grunde erzählt Samantha Shen ja eine Geschichte und das hat man halt immer wieder, wenn im Deutschen einfach mittendrin geteilt wird. Allerdings haben wir natürlich jetzt knapp ein bisschen was über 1000 Seiten und ich kann irgendwie diese Trennung nachvollziehen, aber manchmal auch nicht, weil es gibt durchaus Bücher, die ja 1000 Seiten haben. Ich brauche hier nur die Passage-Trilogie anzuschauen und da funktioniert es ja im Grunde auch. Aber ich möchte gar nicht darüber meckern, ich hoffe nur, dass sich das nicht zu häufig einschleicht, weil ich es einfach schade finde, dass wir da in der Übersetzung dann so einen Nachteil irgendwie haben. Aber gut, das ist nochmal was anderes. In der Welt grundsätzlich, also wir sind in Innis unterwegs und dort gibt es eben zum Beispiel unterschiedliche Meinungen über Drachen. Wir sind zum einen im Westen und dort werden die Drachen im Grunde gehasst. Sie werden für das absolut Böse gehalten und wir sind hier in einem Königreich, wo die Königin Sabran herrscht und wir treffen dort auch im ersten Teil die Zofe Ehad und wir erfahren so ein bisschen dieses königliche Leben, wie hier auch die Regelung des Erbes im Grunde vorgenommen wird. Wir haben die Konflikte am Hofe, wir haben Attentate und sind natürlich da so ein bisschen wirklich am Hofe unterwegs. Auf der anderen Seite sind wir dann aber im Osten und dort werden die Drachen verehrt, werden auch um Rat gefragt. Und Tané treffen wir dort und die möchte Drachenreiterin werden und wir verfolgen hier auch ein bisschen ihren Werdegang. Wir haben, wie man jetzt schon merkt, verschiedene Perspektiven, durch die wir das Land kennenlernen, die verschiedenen Glaubensrichtungen, aber natürlich dadurch nicht nur das Land, sondern auch die verschiedenen Erzählstränge nehmen uns natürlich mit in diese Welt, um uns alles etwas näher zu bringen. Es gibt sehr viele Intrigen, es gibt Legenden, auf die dann eben wieder Glaubenssätze sich berufen und man merkt, dass im Grunde eine Geschichte, je nachdem wie sie erzählt wird, eben auch etwas mit den Menschen macht, die sie erzählt bekommen. Zudem scheint jetzt der namenlose eine wieder erwacht zu sein und man hat eben große Angst vor dieser Bedrohung und da muss dann vielleicht doch irgendwie Ost und West zusammenhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, Konflikte Osten gegen Westen gibt es in sehr vielen Geschichten. Es beginnt schon gefühlt in der Fantasy beim Herrn der Ringe. Auch da liegt im Osten ja das Böse, dort liegt Mordor. Aber das hat man natürlich immer wieder, dass Regionen eben einfach gegeneinander ausgespielt werden. Dass man hier aber ganz deutlich und wunderbar erkennt, was es eben mit den Legenden auf sich hat und wie eben Legenden auch missbraucht werden können, wenn sie eben anders weitergegeben werden oder wenn auch einfach was fehlt, um eben eine Meinung zu schüren, die vielleicht gar keinen Sinn macht. Also sehr faszinierend, was Samantha Shannon hier schafft, um eben diese Intrigen voranzubringen und uns eben diese Welt präsentiert, wie sie ja bei uns tatsächlich auch gar nicht anders funktioniert. Großartig ist definitiv die Sprache. Also sprachlich finde ich diese Reihe wirklich oberstes Niveau. Es ist wahnsinnig innovativ, es ist toll erzählt, es ist in der richtigen Menge ausschmückend, es ist bildhaft, wir reisen auch mit dem ein oder anderen Charakter in dieser Welt umher und wir haben diese Welt vor Augen. Wir bekommen die Gegenden erzählt, wir bekommen auch so ein bisschen die Menschen näher gebracht und erfahren so ein bisschen, wie eben auch der Alltag durchaus funktioniert, wie die Menschen ticken, woher das kommt und das fand ich wirklich großartig. Dieses große Ganze war wirklich bildhaft, es war lebendig und es war auch wirklich fantasievoll und das fand ich richtig toll. Die Charaktere sind toll entwickelt, sie sind sehr tiefgründig angelegt und jetzt kann man natürlich auf über 1000 Seiten wirklich mitfiebern. Man merkt die Entwicklung der Charaktere, man nimmt sie auch so ein bisschen mit in sich auf, sie wachsen einem ans Herz. Und man kann hier wirklich sehen, wie die Charaktere sich weiterentwickeln, was da manchmal auch dahinter steckt. Man kann hinter die Fassade blicken und so manche Wendung tut sich hier dann überraschend auf, wo man noch so dachte, das kann eigentlich gar nicht sein. Die Geschichte hat mich auch im zweiten Band komplett in den Sog gezogen und ich habe die, glaube ich, auch in 3 Tagen dann weggesuchtet und am Ende dachte ich mir so, jetzt greifst du nicht mehr zum parallelen Buch, sondern bleibst hier drin und lässt dich von der Fantasy aufsogen. Also sprachlich
Und die Geschichte vom Spannungsfeld her ist wirklich großartig gemacht. Ich hätte mir tatsächlich für manchen Charakter ein Happy End gewünscht, denn es gibt schon viele, viele Wendungen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, die auch in Richtungen geht, wo ich es nicht mal erahnen konnte. Und ich habe auch vieles mir anders erhofft, aber man bekommt als Leser natürlich nicht immer das, was man gerne hätte. Ja, das wissen wir ja seit einigen Autoren durchaus recht gut. Es ist für mich wirklich ein Meisterwerk der Fantasy. Es hat mir unfassbaren Spaß gemacht und begleitet mich jetzt auch nach wie vor noch in meinen Gedanken und fand ich wirklich großartig. Und das Schöne ist natürlich, wenn man es jetzt wirklich hintereinander wegliest, hinterlässt es natürlich wirklich den Eindruck zwischen, es war eben ein Buch, und das finde ich tatsächlich ganz, ganz toll, dass man nicht ein halbes Jahr warten musste und dann wirklich unterscheidet zwischen Band 1 und Band 2, sondern für mich fühlt sich das jetzt wirklich wie eine Geschichte an und wird für ein Buch in meiner Erinnerung bleiben, und das finde ich wirklich schön und auch besonders und hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Eine absolute Fantasy-Empfehlung. Ich kann diese beiden Bücher wirklich sehr, sehr empfehlen, oder wer sehr gerne auch Englisch liest, braucht natürlich im Ende dann nur ein Buch, aber für mich wirklich eine gelungene Reihe und wirklich ein Highlight in diesem Genre. Schon zu Beginn der Woche habe ich mit der lieben Becky begonnen, das Winterkarussell zu lesen von Anna Liebig. Ein Buch, das mir jetzt zur Weihnachtszeit auch geschenkt wurde, was ein wunderschönes Cover wirklich hat. Und die liebe Becky hatte mich schon auf die Geschichte aufmerksam gemacht und wir hatten eigentlich schon so gesagt, Mensch, lass uns doch beide das E-Book zulegen und es gemeinsam so ein bisschen in der vorweihnachtlichen Zeit lesen. Doch dann hat es eine Freundin von mir auf der Wunschliste gesehen und hat mir das Büchlein geschenkt, und so haben wir beide es dann auch gemeinsam gelesen. Wir haben hier natürlich keine klassische Weihnachtsgeschichte, sondern es ist tatsächlich eher eine Wintergeschichte, die durchaus auch noch wunderbar im Januar, Februar funktionieren wird, wenn man denn auch etwas Nostalgie möchte. Wir treffen auf die 15-jährige Antonia und erleben, wie sie ihre Mutter bei einem Unfall verliert, und da auch bereits der Vater gestorben ist, wird sie damit zur Waise. Sie kommt in ein Heim und dort ist es natürlich nicht so einfach für sie. Zum einen ist sie natürlich in großer Trauer und zum anderen ist diese Umgebung jetzt auch nicht gerade das, was man sich als 15-Jährige wünscht. Die Sozialbehörde macht aber irgendwie einen Opa ausfindig, Opa Otto, das ist der Vater von ihrer Mutter, der aber gar nichts wusste von einer Tochter, geschweige denn von einer Enkelin. Beide lernen sich kennen und sind erstmal so ein bisschen distanziert. Natürlich trauert irgendwie Otto um eine Tochter, die er nicht hatte. Gleichzeitig ist natürlich Antonia auch sehr verschlossen, weil sie eben ihre Mutter schrecklich vermisst und auch ihr normales Umfeld, obwohl sie natürlich weiterhin in die Schule geht und ihre Freunde trifft, verändert sich natürlich ihr Leben schlagartig. Beide kommen sich dann doch aber ein bisschen näher und Antonia zieht vorübergehend bei ihrem Opa ein und findet dort dann auch ein Karussell in der Scheune. Und dieses Karussell ist schon sehr, sehr alt. Die Geschichte spielt 1990 und wir haben eben einen Rückblick in das Jahr 1938, als Otto noch jung war und zusammen mit seinem Vater und Bruder dieses Karussell auf Weihnachtsmärkten, meistens in der Frankfurter Gegend oder der Weihnachtsmarkt auf Frankfurt, muss man wahrscheinlich sagen, als es dort aktiv war, als es neu war, als es noch voller Leben und Energie war und auch Otto noch vor lauter Glück sozusagen lebte. Er erzählt uns in der 1938er Perspektive eben so ein bisschen von seinem Schaustellerleben und als er dann eben auch die Liebe seines Lebens trifft und erzählt uns da im Grunde ein wenig seine Geschichte. Das ist das erste Buch der Autorin und ich muss echt sagen, mir hat ihr Stil sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein wunderbares Wintermärchen geworden, das wir natürlich auch so ein bisschen diesen geschichtlichen Hintergrund haben. 1938 spielt also zu meinem Glück noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings wird es auch ein bisschen Einfluss nehmen, natürlich in die Gegenwart von Otto. Die eigentliche Geschichte spielt aber 1990. Was ich anfangs ein bisschen verwirrend fand, warum man für eine Jetzt-Geschichte 30 Jahre schon zurückgeht. Aber es macht natürlich durchaus Sinn, um diese Opa-Enkelin-Geschichte zu erzählen und eben auch ganz bewusst dieses Jahr 1938 zu wählen, um eben wahrscheinlich vor dem Krieg zu bleiben. Gerade dieser Zeitstrang 1938 hat mir sehr, sehr gefallen, denn wir haben hier natürlich Nostalgie pur. Wir hören förmlich Weihnachtsmusik, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt und wir können wirklich das Karussell bildhaft vor uns vorstellen, wie es eben lebendig ist, wie es Musik spielt, wie Kinder darauf lachen
und Verliebte eben auch einfach eine Fahrt mitmachen. Ich fand es super spannend, natürlich diese Enkeltochter-Opa-Geschichte zu erleben. Und ja, es erinnert vermeintlich auch ein bisschen an Heidi. Das muss man natürlich schon eingestehen. Dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch an mancher Stelle, aber an und für sich hat die Geschichte nichts mit Heidi zu tun. Ganz im Gegenteil, die beiden kommen sich tatsächlich auch wunderbar näher und es wirkt authentisch, es wird echt, es wirkt aus dem Leben gegriffen und man kann die Trauer im Grunde wirklich spüren und das Vermissen. Gleichzeitig aber auch Otto, der natürlich ein Leben irgendwie zurückblickt, wo ihm all das verwehrt wurde und er jetzt selbst eben sich einfach diese Rätsel so ein bisschen aufarbeiten muss und auch fragen muss, was ist denn eigentlich noch sein Leben wert und was ist aus dem Otto geworden vor vielen, vielen, vielen Jahren. Sie bekommen die Möglichkeit, das Karussell wieder aufzustellen und das Leben dann im Grunde auch so ein bisschen gemeinsam erstmal zu verbringen. Und das ist natürlich auch richtig, richtig schön geworden. Also mir gefällt das unglaublich gut. Es ist sehr emotional, es wirkt sehr echt sprachlich, es ist sehr flüssig, es wirkt sehr authentisch. Und ein bisschen Probleme könnte man haben, wenn man des Hessischen bzw. des Frankfurter Dialektes nicht ganz so mächtig ist. Also wenn einem da etwas Morsches entgegenkommt, dann ist das hessische Morgen, also Mosche. Da musste ich schon so einen Moment überlegen und dachte, aber ja, relativ schnell ist mir das gelungen. Ansonsten war hier Becky auch eine große Übersetzungshilfe, weil sie ja auch aus der Region ursprünglich mal stammt. Und also man muss da durchaus so ein bisschen, gerade wenn es dann in die Frankfurter Gegend geht, so ein bisschen damit rechnen, dass nicht jedes Wort im Hochdeutschen geschrieben ist, was der Geschichte aber durchaus ihren Charme gibt. Für mich wirklich ein Wintermärchen mit den zwei Perspektiven und auch den unterschiedlichen Erzählsträngen, die sich dann irgendwie zueinander finden, fand ich richtig, richtig schön, fand ich sehr angenehm zu lesen. Ich persönlich, und jetzt kommt wieder dieser Kritikpunkt, hätte mir ein bisschen mehr Unterschied in der Sprache gewünscht, besonders natürlich in der Zeit. Also man sprach 1938 definitiv anders als 1990. Allein schon, dass wir heute 30 Jahre später wahrscheinlich anders sprechen als noch vor 30 Jahren, ist definitiv einfach so. Den Unterschied hätte ich mir gerne mehr ausgearbeitet gewünscht. Und man darf nicht vergessen, dass uns eigentlich Otto als junger Mann die Geschichte 1938 erzählt, während wir in der Jetztzeit, also 1990, einer jungen Frau folgen, einem jungen Mädchen. Und für mich würde das eben sprachlich auch etwas ausmachen. Gut, jetzt kann man sagen, in der Ich-Zeit, in der Jetztzeit ist es eben ein allgemeiner Erzähler. Der kann natürlich durchaus neutraler schreiben, aber in der Vergangenheit, 1938, hat man auch gerade zwischen Männern und Frauen einfach anders miteinander gesprochen. Davon bin ich überzeugt und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Kritik tatsächlich immer so gerechtfertigt ist, weil gefühlt fast jedes Buch es eben nicht so erfüllt. Aber ich habe eben schon auch Bücher gelesen mit zwei Zeitsträngen, schwieriges Wort oder Wortkombination, in der das eben wunderbar gemacht wurde. Also wo man wirklich innerhalb von wenigen Sätzen merkt, ich bin jetzt in der Vergangenheit und ich bin jetzt wieder in der Gegenwart. Deswegen für mich so ein bisschen Kritik, aber die ist wirklich nur ganz, ganz klein, weil es ist definitiv ein kleines Winterhighlight. Es ist ein Wintermärchen, das wirklich nostalgisch ist und wer da am Ende dann auch keine Tränchen vergießt, ja, da würde es mich etwas wundern. Also wir haben beide Taschentücher gebraucht und es war richtig, richtig schön zu lesen. Und natürlich auch der gemeinsame Austausch hat super viel Spaß gemacht. Und das letzte Buch der Woche ist dann eine Empfehlung von der lieben Anka. Und zwar ist das Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan. Ich habe zu dem Buch gegriffen, weil ich es mir ja jetzt auch dann erst im November zugelegt habe. Es gab es ja bei dem, wie nannte sich das so schön, bei dem Blind Book Challenge, ich weiß nicht mehr. Es gab eine Aktion von der lieben Anka, wo sie zusammen mit einer Buchhandlung im Grunde ja blindes Buch sozusagen erzählt hat uns davon und uns im Grunde davon erzählt hat, was das für ein tolles Jahreshighlight für sie war. Und ich hatte eine Vermutung, dass es dieses Buch ist, weil sie davon in dem Video, ich glaube im ersten Halbjahr schon so geschwärmt hat. Das Buch ist dann bei mir eingezogen und ich hatte jetzt einfach Lust auf ein Highlight. Ich hatte einen Riecher, dass das eins werden könnte und ich kann schon so viel verraten. Ja, es ist definitiv ein Highlight geworden. Blind
Blubberbook? Ich glaube, irgendwie sowas. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber ich versuche dran zu denken, euch das Video einfach mal unten in die Infobox zu packen. Da könnt ihr Anka ein bisschen schwärmen sehen. Das Buch ist mittlerweile auch der Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreises in diesem Jahr und ist ja im Grunde geeignet für Leser zwischen 14 und 17. Aber natürlich auch junggebliebene Erwachsene können jederzeit zu Jugendliteratur greifen. Wir treffen hier nicht, wie es im Titel heißt, erstmal auf Edward Moon, sondern auf seinen Bruder Joe, der eben seinen Bruder Ed schon über 10 Jahre nicht mehr gesehen hat, seit dieser in der Todeszelle sitzt. Ja, er soll vermeintlich, ich glaube, als 18-Jähriger einen Mord begangen haben an einem Polizisten und in den letzten Wochen vor dem Hinrichtungstermin möchte aber Joe seinen Bruder Ed kennenlernen, wieder näher zusammenwachsen und einfach die letzten Wochen mit ihm irgendwie verbringen. Und so reist er, ich glaube, es war irgendwas in Texas, wenn ich mich jetzt nicht irre, und nimmt sich dort ein schäbiges Zimmer, arbeitet irgendwie nebenbei an einem Auto und ja, verbringt dann viele, viele Nachmittage im Gefängnis, im Todestrakt bei seinem Bruder Ed. Und ja, auch hier kann man sagen, ist natürlich die Hoffnung, die zuletzt stirbt. Man versucht mit einem Anwalt nochmal gegen das Datum vorzugehen, nochmal gegen diese Entscheidung vorzugehen. Man kämpft, man hofft. Und ja, zudem ist die Familie nicht ganz einfach. Der Vater ist, glaube ich, früh gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Die Mutter ist irgendwann einfach weggegangen und sie wurden dann so ein bisschen betreut von der Tante. Zudem gibt es neben Ed und Joe auch noch eine Schwester. Sie sind eigentlich ursprünglich ein Dreiergespann. Und ja, wir erfahren so ein bisschen diese Lebensgeschichte. Wir sind ganz viel durch die Ich-Perspektive in Joe. Und natürlich ja, haben wir das etwas ja, durchaus kritische Thema Todesstrafe mitten im Punkt. Nein, wir haben es im Mittelpunkt und natürlich die vielen Fragen, die sich dazu auch aufnehmen. Genau dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, man kann eigentlich nicht oft genug darüber sprechen, genug dazu aufklären und man kann jetzt meinetwegen sagen, manch einer hat es vielleicht nicht anders verdient, aber wer sind wir tatsächlich, um dies zu beurteilen? Also das finde ich tatsächlich auch einen ganz, ganz kritischen Punkt. Ich finde es ja schon schwierig. Und das ist wahrscheinlich jetzt ein sehr merkwürdiger Vergleich. Aber ich finde es persönlich schon schwierig, bei meinen Katzen zu entscheiden, dass sie nicht länger leiden sollen und ich sie erlösen möchte. Und da fühle ich mich schon Tage und Wochen, ja, schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das über einen Menschen fällen möchte, weil es ist dann einfach vorbei. Und das ist schon, ja, es ist ein sehr ernstes Thema, das hier aufgearbeitet wird und das zudem in einem wahnsinnig eindringlichen Stil. Also Sarah Crossan packt einen wirklich, nimmt einen das Herz raus und springt dann auch noch darauf rum. Es ist Wahnsinn, mit welcher Kraft sie diese Worte, diese Gedanken von Joe erzählt, uns damit wirklich ganz, ganz tief einfängt und auch wirklich ihn widerspiegelt, seinen Konflikt im Kopf. Und ja, ich finde es wahnsinnig toll, dass wir hier eine Ich-Perspektive haben, eine Art poetischen Stil. Keine Seite ist regulär beschrieben, wie man es vielleicht aus normalen Büchern kennt. Und durch die Ich-Perspektive holt sie uns eben auch wirklich ab. Also wir sind ganz, ganz tief in den Gedanken und Worten und Gefühlen von Joe drin. Und das macht es wirklich unfassbar kraftvoll, wie ich finde. Und verleiht eben all diesen Worten auch einen wahnsinnigen Nachdruck. Zudem erfahren wir durch Joe und Leute, die er eben kennenlernen, die eben alle irgendwie auch ein bisschen was rundherum um diesen Todestrakt zu tun haben, wie die Gesellschaft mit scheinbar Schuldigen umgeht, die es vielleicht auch gar nicht sind. Wie geht man mit Menschen um, die eben für den Staat arbeiten und auch die Todesstrafe ausführen? Was denken die überhaupt? Wie geht es den Familienmitgliedern von denen? Und welche Chancen hat man eigentlich, wenn man denn schon in der Todeszelle sitzt, überhaupt noch das Ruder herumzureißen? Und dann natürlich auch die elementaren Fragen, wann verdient jemand den Tod? Wie verdient er den? Und verdient ihn überhaupt irgendjemand? Und was passiert, wenn eben vielleicht doch irgendwie ein Fehlurteil geschaffen wird? Wie, ja, geht man vielleicht tatsächlich dann damit um? Und diese Zerrissenheit, die gibt es in diesem Buch und die haben ganz, ganz viel in meinem Kopf und meinem Herzen gemacht. Und ja, am Ende sind da tatsächlich viele, viele Tränen geflossen. Jetzt kommt ein großes Aber. Man geht trotzdem mit einer gewissen Hoffnungsvolligkeit, nein, mit einer gewissen Hoffnung aus dieser Geschichte heraus oder man geht hoffnungsvoll hervor, weil es eben die ein oder andere Weisheit in diesem Buch gibt, die einen ganz positiv das Leben ans Herz legt. Und
dass man eben einfach was aus dem Jetzt und Hier und Heute machen sollte. Und das finde ich einfach großartig. Also dieses Buch, wirklich sprachlich, erzählerisch ein Highlight, dieser poetische Stil von Sarah Crossan, die wohl immer so schreiben soll, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ich glaube, es wird nicht mein letztes Buch der Autorin sein. Und ich bin ja mehr als geflasht und habe dann auch wirklich eine Nacht gebraucht, um das zu verarbeiten, um wieder so ein bisschen gefühlsmäßig runterzukommen, und kann dieses Buch jedem empfehlen. Nicht nur Jugendlichen. Ich empfehle da tatsächlich auch dieses ab 14. Ich glaube, jünger sollte man nicht sein. Ich glaube, für mich wäre es wahrscheinlich als 14-Jährige auch schon ganz schön heftig gewesen. Aber gut, ich habe auch schon mit 12 Stephen King gelesen. Ja, aber man sollte da definitiv ein bisschen auf die Gefühle und ja auch die Interessen des Kindes achten. Aber definitiv ab 14 finde ich das gut und auch empfehlenswert, dass man sich als Kind, als Jugendlicher einfach auch mal mit so einem Thema beschäftigt und nicht einfach nur blind sagt, naja, der hat den Tod verdient, weil er hat ja vermeintlich auch jemanden umgebracht. Das ist, ja, absolute Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen und, also insofern einem so ein Buch sehr, sehr gut gefallen kann, aber hatte eine Wahnsinnsintensität. Ja, das waren die Bücher der Woche. Ja, trotz des anfänglichen etwas schwächeren Flops durchaus noch eine sehr gelungene Woche. Ja, ich habe mit der zweiten Staffel der Shadowhunters weitergemacht. Bin auch, glaube ich, so ziemlich jetzt bin ich schon in der ersten Folge der dritten Staffel. Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, ja. Ich glaube, ich habe die zweite Staffel dann auch beendet. Mir gefällt sie nach wie vor sehr gut. Es ist mir allerdings schon ein bisschen viel Drama. Viele Charaktere, viele Hintergrundgeschichten. Und ich finde es an mancher Stelle ein bisschen überladen, das muss ich ganz klar sagen. Auch interessiert mich nicht jede Perspektive gleich. Aber ich habe jetzt den Vorsatz gefasst, definitiv die Reihe zu rereaden im neuen Jahr. Ich habe die ja als E-Book hier und werde definitiv zumindest mit Band 1 im Januar starten. Ich bin schon sehr neugierig, ob mich dieses Buch so fesseln kann wie damals, als ich die Reihe ja ziemlich schnell so in einem Schwupp irgendwie weggelesen habe. Ich habe auch mal ins Hörbuch gehört, allerdings wird es gesprochen von Andrea Sawatzki. Mit der Stimme kann ich leider nicht ganz so viel anfangen und es gibt musikalischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das durchs ganze Buch ist, aber mir hat zumindest die Hörprobe nicht gefallen und es gibt auch nur gekürzte Versionen. Also ich habe keine ungekürzte finden können und das ist für mich ja sowieso eigentlich ein absolutes No-Go. Dementsprechend werde ich zu den Büchern greifen und freue mich sehr, meinen in Erinnerung lebenden Chase wieder zu treffen, der in der Serie für mich überhaupt nichts mit dem Charakter zu tun hat, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Also das wird jetzt so mein Reread-Projekt im neuen Jahr. Vielleicht kennt ihr ja die Serie oder auch die Bücher. Da könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Serienverfilmung so fandet. Also grundsätzlich nicht schlecht, sehr unterhaltsam. Ich mag einfach Urban Fantasy, ich mag Fantasy und mag auch diese Welt. Aber mit der Gestaltung von Chase, ich komme einfach nicht klar. Ich weiß auch nicht. Also ich baue da förmlich eine ganz große Mauer auf. Ich kann mit ihm recht wenig anfangen. Ja, dann gab es ja den Hangout mit der lieben Anka zu dem Buch Neuerscheinungen des ersten Quartales und ich kann so wie sagen, es hat mir und auch Anka und uns unglaublichen Spaß gemacht, hier einfach eine interaktive Möglichkeit zu haben, mit euch auch im Chat uns auszutauschen, gegenseitig uns die Buchneuerscheinungen vorzustellen. Und ich kann so viel sagen, dass es keine Buchneuerscheinungen auf meinem Kanal mehr geben wird im Monatsrhythmus. Ich möchte das tatsächlich nicht mehr. Ich möchte mich mehr mit meinem Sub beschäftigen oder Wunschlistenbüchern, die eben halt auch schon tatsächlich älter sind und vielleicht auch schon auf der Wunschliste ein langes Leben fristen. Ich glaube, es waren jetzt 10, 11 Bücher, die ich vorgestellt hatte und ich glaube auch 2, 3, die ich von Anka super spannend fand und ich glaube, das ist für ein Quartal durchaus etwas, was man sich an Neuerscheinungen vorstellen kann, was dann auch bei mir einziehen wird, so nach und nach. Ich möchte aber tatsächlich meinen Fokus ein bisschen mehr auf den Sub legen und möchte mich einfach nicht durchgängig jeden Monat mit Neuerscheinungen beschäftigen, wenn mir was über den Weg läuft. Ich meine, BookTube, da gibt es so viele Empfehlungen, das muss man ganz klar sagen, oder wenn es auch irgendwann wieder möglich ist, entspannt durch eine Buchhandlung zu laufen, dann stolpert man ja durchaus auch immer auf spannende Neuerscheinungen, aber ich möchte mich so ganz bewusst nicht mehr jeden Monat damit beschäftigen und werde das wirklich immer nur quartalsweise machen und der Wunsch, der Gedanke ist natürlich, dass wir wirklich einmal im Quartal dann über die kommenden Neuerscheinungen sprechen
Und darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, euch hat der Hangout genauso gefallen. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr. Und wenn wir da dann eben auch ganz interaktiv im Austausch sein können. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wie ihr das so handhabt, ob ihr so eine gewisse, 50-50-Möglichkeit habt und sagt, ein bisschen Sub, ein bisschen neue Bücher, vielleicht auch mal was Gebrauchtes. Handhabt ihr das? Macht ihr das bewusst? Oder greift ihr einfach dazu, worauf ihr Lust habt? Nicht, dass das eine das andere irgendwie ausschließt, aber das können wir ja gern auch mal ein bisschen in den Kommentaren besprechen. Und ja, das war's jetzt soweit. Zu der Bücherwoche. Viel zu Weihnachten und so kann ich jetzt natürlich noch nicht erzählen, weil für mich ja noch Weihnachten in der Zukunft liegt. Das ist auch immer sehr creepy, wie ich finde, aber ja, das ist euch klar. Das kommt dann auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche. Der Adventskalender ist dann ja jetzt sozusagen morgen auch vorbei. Oh mein Gott, ja, wie schnell diese 24 Türchen irgendwie dann aufgebraucht waren, war total verrückt. Also wenn ich wirklich denke, im November war es noch ein ganz, ganz großer Vorsprung und der ist immer, immer kleiner geworden und dann stand ich da und dachte, oh, heute musst du für morgen ein Video hochladen. Ja, so schnell ist es dann gegangen. Ja, aber ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch eine wunderbar besinnliche Zeit jetzt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos und auch auf die kommenden Woche. Und ich kann natürlich jetzt hier in der Bücherwoche euch auch schon einen guten Rutsch wünschen für alle die, die vielleicht unter der Woche die Videos nicht so regelmäßig schauen oder vielleicht auch nicht in den Hörgenuss dann am 31. reinschauen, denn den gibt es definitiv am letzten Donnerstag des Monats. Kommt also gut in das neue Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Es ist total creepy, wie ich finde, obwohl es ja nur ein Datum ist. Ne? Wir wollen es ja nicht überdramatisieren. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.